It's done zu 2018. 30 Punkte in der Fusion. Inge Pflück und Ekaterina Leonova begeistern alle. Großes Kino. Joachim Lambi ist begeistert. Inge Pflück und Ekaterina Leonova müssen sich in der 10. Liebeshof von Let's Dance 2018 in einer Fusion beweisen. Das bedeutet zu If Paradise is Half Es Niese von Armin Körner sowohl mit der Rumba als auch mit dem Tango zu punkten in einer Performance. Und das tun die beiden. Für Joachim Lambi ist diese Darbietung einfach nur ganz großes Kino. In der Fusion müssen Inge Pflück und Ekaterina zwei Tänze miteinander verbinden. Für sie ist Rumba und Tango angesagt. Und Volltreffer. Denn sowohl die Jury als auch das Publikum sind von dieser Darbietung mehr als begeistert. Mozima Buse kann nur loben, ich liebe es. Man kann einfach nicht erklären, was du machst. Joachim Lambi setzt noch einen drauf. Für ihn ist ihre Leistung einfach nur ganz großes Kino. Dem kann Jorge González nur zustimmen. Für die beiden regnet es 30 Punkte.